Ja, moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Let's Play Planet Coaster, der Karrieremodus in der ersten Mission Pirate Battle und irgendwie installiert gerade Origin im Hintergrund noch irgendwie ganz viel. Ich hoffe, das passt jetzt soweit von der Performance, denn Battlefield hat gerade ein Update bekommen. So, ich habe gerade das Spiel neu geladen und irgendwie waren auf einmal alle Besucher aus dem Park draußen und ich habe gerade ganz viele Achievements bekommen. Also ich glaube, da gab es einfach ein kleines Update und irgendwie wurde das jetzt alles nochmal resettet. Macht aber nichts. Wir machen direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben ja noch so ein paar kleinere Bauprojekte. Unter anderem haben wir hier unsere Station, die wir noch bauen müssen. Wir haben hier noch eine Brücke, die wir bauen müssen. Und hier noch so eine kleine Brücke, die wir bauen müssen. Und ich gucke jetzt gerade auch mal. Ich habe nämlich noch weiter geforscht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kurz diese beiden Forschungsprojekte sozusagen jetzt erstmal revealen. Also ich werde jetzt mal gucken, was ich da bekommen habe. Das erste ist unsere Achterbahn und da haben wir die Wooden Coaster bekommen. Toll, die haben wir schon. Egal. Und dann gucken wir mal hier, das ist irgendwie so eine Kinderattraktion. Hey, Origin geht mir gerade auf den Sack. So, und wir haben die Swirly Rig bekommen. Das ist ein Familien-Ding, wo... Ich glaube, das ist so eine Art Riesenrad sogar. Also, was heißt Riesenrad? Es ist ein bisschen kleiner als ein Riesenrad. So, und wir gucken jetzt gerade mal. Ich glaube, damit haben wir jetzt tatsächlich alle Achterbahnen erforscht, die wir so kriegen können. Sorry übrigens, an der Stelle dann... ein Abonnent hat geschrieben, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man... ja... Das war gerade interessant. Wenn man so eine Art Kinderachterbahn bauen könnte. Ja, das ist jetzt irgendwie cool. Das heißt, die haben da irgendein Update rausgehauen und irgendwas ist mit der KI hier nicht okay. Oder die haben zu viel Bier getrunken, man weiß es nicht. Egal. So, wir bauen jetzt auf jeden Fall anstatt der Kinderachterbahn. Die ist, wie gesagt, leider Gottes nicht möglich. Hätte ich sonst sehr gerne gebaut, aber ja, ne? So ist es halt manchmal irgendwie. Wenn wir die nicht erforschen dürfen. Das ist der Nachteil beim Karrieremodus. Da sind natürlich bestimmte Objekte, sind von Anfang an gesperrt. Das heißt, die kannst du nicht einfach bauen, ne? Die sind dann einfach gelockt. So. Ich sehe gerade, ich habe hier voll den Fehler gemacht. Haha. So, und das hier muss nämlich einfach ein nach hier verschoben werden. So. Und die beiden Wände hier dann auch ein bisschen nach innen. So, warte mal, dann machen wir gerade einmal hier Grid Size noch ein bisschen kleiner, dass wir ja richtig schön frei bauen können. Einmal hier und einmal hier. So. Hat er das gerade irgendwie als eigenes Gebäude hier gebaut? Ich habe das Gefühl, das ist alles so ein bisschen versetzt hier. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich sehe gerade hier, dass der Boden so ein bisschen rausguckt. Egal, das kaschieren wir gleich alles mit irgendwelchen Büschen und so. So, ich gucke hier vorne nochmal, ob wir das hier alles richtig gemacht haben. Nee, auch nicht. Ja, das ist ja ärgerlich. Mensch, Memphises, was machst du denn? Behauptest hier die ganze Zeit, du könntest das Spiel spielen, bist aber eigentlich voll scheiße. So, Steuerung, das machen wir nochmal rückgängig. Und dann einmal, genau, das hier noch entfernen, das hier auch noch. So, dann den zweimal drehen. Ja, genau, jetzt werden die Kanten nämlich auch schön. Ihr seht das schon an der Ecke. So. Genau, hat man nämlich hier solche Kanten. Das sieht dann, glaube ich, schon ein bisschen cooler aus. Und jetzt bauen wir das Ganze endlich so, wie sich das gehört. Das heißt, wir eben kurz hier runter. Wo haben wir es denn? Ich brauche hier diese Fensterteile hier. Genau die. Nur einmal hier eins. Und dann bauen wir hinten sozusagen noch welche hin, dass man hier auch fleißig rausgucken kann. Ich sehe gerade hier, das Ganze müssen wir auch noch nach innen verschieben. Warum habe ich diesen Fehler überall gemacht? Das ist ja echt... Ich fasse es ja nicht. Habe ich sogar im Tutorial noch erklärt, dass man das so nicht machen sollte, wie ich es gemacht habe. Okay. Egal, passt aber. So sieht es auf jeden Fall jetzt doch deutlich besser aus. Die Station hier, die wird auf jeden Fall schön luftig. Ne? Hier einmal, dann hier noch so, dass man ein bisschen rausgucken kann. Wir müssen dann jetzt sowieso gucken hier mit der Schiene. Da wird es gleich auf jeden Fall interessant mit dem Dach. Hier kommt noch so ein Torbogen hin. So. Ich überlege gerade, es gibt glaube ich noch diese größeren Bögen. Die hier, genau. Das ist glaube ich ganz cool für den Achterbahneingang hier. Genau, das sieht auf jeden Fall cool aus. So, einmal hier und dann einmal... Hier noch so hin, genau, und den bitte auch wieder schön ein bisschen zentraler setzen, genau. Sehr gut. Okay, was wir hier jetzt noch bräuchten, ist irgendwie noch so ein kleines Teil, was wir an die Seiten anbauen. Ich habe aber keine Ahnung, was für ein Teil das sein könnte. Egal, wir... Ich habe eine Idee, haha. Wir nehmen da jetzt einfach Holz oder sowas. Ich gehe jetzt nochmal kurz nach unten. Wir haben ja hier, wie gesagt, die Möglichkeit, mit diesen Holzstützen zu arbeiten. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch einfach. So, immer schön hier an diese Ecken setzen, hier unten vielleicht auch. So.
Und dann hier einmal, zweimal, dreimal. Genau. Und Moment, hier an die Ecke müssen wir es auch noch platzieren. Und hier sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber egal. Wir machen es einfach vollständig. So, und jetzt kommt hier diese Säule. Einmal bis hierhin. So, und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich die beiden Säulen gemeinsam kopieren kann. Das geht sehr schön. Dann machen wir das nämlich jetzt einmal so. Immer STRG D drücken, kopieren die und ziehen die einmal hier richtig schön an den Kanten mit STRG D so entlang. Genau, bis hier vorne hin. Damit sieht das jetzt schon ein bisschen cooler aus hier. So, genau. Ja, sehr schön. Damit hätten wir das auf jeden Fall schon mal soweit fertig gebaut. Und jetzt kommt hier auf jeden Fall noch das Dach drauf. Ich würde sagen, hier vorne, hoppala, muss ich mich gerade mal umsetzen, so, kommt jetzt hier noch so eine kleine Verkleidung rein hier oben, schön mittig, so, genau, für den Eingang und jetzt das Dach. So, da gucke ich jetzt gerade mal, was haben wir denn da für das Dach, was wir da sinnvoll platzieren können. Wir hätten natürlich die Möglichkeit, hier mit solchen Strohdächern mal zu arbeiten. Mal gucken. Das ist natürlich nicht schlecht, aber das Problem ist ja, wie gesagt, wir haben da so eine Schiene durchlaufen. Und da müssen wir dann eh mal gucken, was wir da machen. So. Wir bauen jetzt gerade erstmal kurz hier einfach das Dach drauf. So, hier auf die andere Seite nochmal. Passt das von der Höhe denn? Ich glaube schon. Einmal hier und einmal hier. Eventuell müssen wir da tatsächlich dann die Achterbahn doch nochmal schließen und ein Stückchen anheben, dass wir hier einfach dann noch so ein kleines Flachdach drunter setzen können. Ich gucke gerade mal. Na, ich habe jetzt gerade keine Idee. Wir brauchen hier noch so, wie gesagt, so ein Flachdach, aber ich finde das gerade nicht. Denn genau, das hier können wir auf jeden Fall nicht platzieren. Das ist auf jeden Fall, ja, nicht so cool an der Stelle. Eventuell das Ding hier. Ich habe keine Ahnung. Naja, oder wir lassen das hier einfach offen. Ist natürlich bei Regen doof, aber ich habe eine Idee, wie wir das machen könnten. Gut, dann bauen wir das jetzt mal eben kurz weiter hier. Das heißt, wir gehen hier nochmal drauf. Und jetzt wieder runter zu unserem Castle-Setting. Na, wo bist du denn? Da, genau. Dann nehmen wir jetzt hier einmal kurz diese Schrägen. User joined your channel. Moin. Ich mache gerade eine Aufnahme, Phylox, ne? Also bedeutet was? Ich bin gleich da. So, ja, das war der Phylox gerade, Leute. Mit dem habe ich... Ich habe die... Heroes... Genau, ist aber kein Ding, ist aber kein Ding. Heroes of the Storm, vielleicht habt ihr das auch mal gezockt. Das habe ich mit dem damals immer so ein bisschen gezockt, der war richtig gut. Was hast du eigentlich am Ende immer... So, wo hast du da mitgezockt? Was war das immer für ein Wettbewerb am Ende? Da, eine Europameisterschaft war ich in England zum Beispiel. Mega geil. Also wie gesagt, Phylox, richtig geile Sache. Und genau. Ja, geh einfach mal den Channel runter, ich komme gleich zu dir. Okay. Jo, bis gleich. User left your channel. So, ja, ich bin immer im Teamspeak hier, weil der Max und so, den hatte ich gerade gefragt, ob der gleich Bock auf Battlefield hat. Der war aber leider nicht da. Ja, ist der Phylox in die Aufnahme geplatzt, ist aber auch kein Ding. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ein Typ, mit dem ich unglaublich viel, oder was heißt unglaublich viel, aber mit dem habe ich Heroes of the Storm mal gezockt. Das war immer ziemlich geil, weil ich habe kein einziges Match mit dem Typen verloren. Der war einfach so krass. Also, keine Ahnung, könnt ihr mal schreiben, so, ob ihr irgendwie so ein Game in diese Richtung auch mal gezockt habt. Ich fand Heroes echt gut. Wahrscheinlich werden mich jetzt die ganzen Dota und League of Legends Hater, oder nicht Hater, die ganzen Leute, die das eben voll gut fanden, dann wahrscheinlich gleich voll flamen hier. So, wir bauen jetzt hier auf jeden Fall eben kurz diese Dachkonstruktion fertig. Und ich glaube, so wie ich das jetzt gebaut habe, geht das, glaube ich, auch ganz gut hier. So, einmal hier rüber und dann einmal hier rüber, genau, dann hier einmal und dann einmal hier noch rüber. So. Genau, das passt auf jeden Fall. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Eventuell müssen wir das hier noch so ein bisschen runter machen hier, oder? Wobei, es passt eigentlich, ne? Ich finde, das ist eigentlich richtig cool geworden. So, vielleicht können wir das hier noch ein Stückchen anheben. Nee, da haben wir echt gar keinen Spielraum mehr. Wir gucken jetzt mal. Dann können wir mal schauen, wie die Station von innen gestalten hier. Da habe ich auch schon eine Idee. Aha, ich glaube, jetzt ist die Kamera natürlich ein bisschen... Moment, ich muss da gerade mal hier den Freelock anmachen mit T. So, dann kann ich das nämlich jetzt auch komplett frei hier platzieren. So, dann kann ich nämlich hier solche Querbalken reinziehen. Einmal hier und einmal hier drüben. So, dann hier einmal STRG X und dann ziehe ich das jetzt einmal genau hier rüber. Und Moment,
Ich sehe gerade, den da hinten habe ich schon falsch platziert. Na, ich muss gerade mal ein bisschen hochgehen hier, dass ich hier ein bisschen genauer sehen kann, was ich hier eigentlich gerade konstruiere. So, und das ist, glaube ich, der Balken hier, der richtig tief hängt hier drüben. An dem müssen wir das Ganze eigentlich auch ausrichten, genau. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut so. Ein Stückchen vielleicht noch. Zack, sehr schön. Okay, so, dann den hier einmal rüber bis hierhin, genau. Dann den da drüben anschließen, zack. Und genau, dasselbe machen wir jetzt auch nochmal in die andere Richtung hier. Ja, ungefähr so und dann nochmal hier an die Wand. Gut, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Das heißt einmal hier, Moment, das hier, einmal mit Steuerung X kopieren. Und dann ziehen wir das jetzt hier, wie gesagt, an den Balken, der hier am tiefsten hängt. Und versuchen das jetzt an diesem Balken hier perfekt auszurichten, soweit es geht. Genau, das heißt einmal hier. Dann einmal da drüben. Und dann einmal an dem Balken hier, genau. Und dann einmal bei dem Balken hier. Ich glaube, das ist tatsächlich schöner, so Freelook wieder aus, wenn wir diese Balken hier tatsächlich noch ein bisschen tiefer setzen. Das sieht, glaube ich, einfach schöner aus. Hier drüben auch. So. Sehr geil. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von drinnen an hier. Hoppala. So. Ja, das sieht doch cool aus, oder? Ich meine, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier von meiner Station haltet. Ich finde die eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ist ja auch meine Station. Natürlich. So, die muss ich gut finden. So, und dann bauen wir jetzt hier gerade nochmal solche Querbalken rein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das vielleicht zu detailliert ist, was ich hier mache, ne? Habe ich ja mehrmals schon angesprochen. Ich bin da immer so ein kleiner Perfektionist, was sowas angeht. Ich glaube, das macht es aber auch hier ein bisschen besonders. So, gerade mal gucken hier. Einmal hier und na. Da arbeiten wir nochmal mit der X-Taste hier. Und dann hier nochmal einmal hier rüber. Und damit hätten wir jetzt auf jeden Fall die Verkleidung hier in diesem Gebäude auch fertig. Ich sehe gerade hier drüben müssen wir auf jeden Fall nochmal so eine hoppala, so eine Geschichte platzieren hier an der Wand. So. Gut, sehr schön. Damit hätten wir das jetzt auf jeden Fall durch. Jetzt kommt noch die Beleuchtung rein. Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. Ja, genau. Da haben wir leider auch noch gar nicht so viel zur Verfügung, aber egal. Komm, hier kommt jetzt erstmal noch so ein kleiner Totenkopf irgendwie oben drüber. So, einmal hier hin. Dann hier rechts und links einmal diese Laternen. Und dann kommt hier drüben eine Laterne hin. Hier vorne noch eine. So, zu diesem Führerstand hier kommt auch noch eine. So. Oh, jetzt wird es gerade auch Nacht. Dann sehen wir das Ganze direkt, wie das Ganze dann beleuchtet aussieht. Hier noch eine an die Ecke. Und hier. So, aber ansonsten, wie gesagt, so viel Dekorationsmöglichkeiten haben wir da leider noch nicht. Da wird aber, wie gesagt, auch noch mehr dazukommen. Wir können jetzt hier natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten reinpacken. Hier oben zum Beispiel noch so ein Teil hin und dann hier noch so ein Teil hin, ne? Dass das hier einfach irgendwie noch so ein bisschen interessanter aussieht einfach, ne? So mit kleinen, wenigen Mitteln irgendwie dann noch so ein bisschen gestalten. So, hier vielleicht noch so eine Piratenflagge. Das können wir hier, glaube ich, auch nochmal machen. So, ne? Hier oben aufs Dach. Einmal hier hin und einmal hier hin. Und dann hier vielleicht noch so eine große Flagge an die... Hoppala. Nein, so nicht. Duplizieren. Einmal hier platzieren. Und dann einmal hier weg. So, genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Gebäude findet soweit. Und ich denke mal, es passt auf jeden Fall für so eine Station mit den Teilen, die wir zur Verfügung haben. Jetzt bauen wir noch eben, schnell, wir sind schon bei 13 Minuten, mal eben kurz anders hinsetzen. So, Research hat übrigens auch schon wieder geklappt. Wir bauen jetzt mal eben kurz hier die Brücke fertig. Das heißt, ich gucke gerade mal, da brauche ich auf jeden Fall ein eigenes Gebäude für diese Brücke. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Building. Dann schnappen wir uns hier auf jeden Fall so Holzkonstruktionen. Das heißt, sowas hier zum Beispiel, das passt ja eigentlich ganz gut, finde ich, zu einer Brücke. Platzieren das jetzt einmal hier drunter und auf jeden Fall wichtig ist, dass man den Weg nicht mehr so sieht, ne? Deswegen brauche ich eigentlich, ja, mal gucken, so eine Art Fachwerkstruktur hier. So, die wird jetzt hier so ein bisschen angepasst, ungefähr so, genau. Und hier so ein bisschen reingezimmert einmal. Dann einmal bis hier hin und dann einmal, hoppala, Moment, machen wir nochmal anders, Steuerung X hier und dann einmal hier rüber, so.
Genau. Dasselbe machen wir jetzt für die andere Seite auch. Das Schöne ist, da können wir das hier einfach so rüberziehen. Ich sehe gerade dieses Grundgerüst, was wir gebaut haben. Das können wir gleich wieder abreißen. Das guckt nämlich da hinten ja komplett drüber. Also, ne? Ist nicht so schön. Das heißt, das muss nochmal weg hier. Ist natürlich jetzt schade, aber egal. Dann arbeiten wir halt einfach mit diesen Säulen hier. So, das heißt, kommt hier drüben eine hin. Ne? Hier und hier noch eine. Und, doppelt Escape drücken. So, und dann bauen wir hier auf die andere Seite natürlich auch nochmal Säulen hin. Das heißt, hier vorne eine und hier eine. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mit relativ wenig Mitteln hier so das Ganze irgendwie so ein bisschen verkleidet. Sieht dann damit eigentlich ganz cool aus. Passt auf jeden Fall, denke ich mal. Dasselbe werden wir jetzt hier drüben auch noch einmal machen. Wobei, da würde ich das Ganze sogar tatsächlich noch ein bisschen komplexer bauen, als ich das jetzt eben gemacht habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal gerade auf... Genau, diese Pfeiler hier, das ist, glaube ich, ganz cool, ne? Das bauen wir dann einmal quasi hier so hin und einmal hier drüben. So. Und dasselbe dann auch nochmal auf die andere Seite. So, das heißt einmal hier, Steuerung D. Schön gerade platzieren, dann einmal hier von der Höhe ungefähr anpassen. Und Steuerung X und dann ziehen wir das einmal hier drüben an die Säule. So. Genau, und dann nur so ein bisschen dran setzen. So ein bisschen rüber, genau. Sehr schön. Dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal das Fundament für diese Brücke. Und jetzt gehen wir wieder auf Building. Dann schnappen wir uns wieder das ganze Holzzeug hier unten. Ah, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Genau, die Planken hier, die brauche ich jetzt. Und da brauche ich jetzt diese richtig langen hier. Mal einmal mit Y hier schön drehen. Dass die einigermaßen passen, dass man auf jeden Fall diesen hässlichen Pfeiler hier nicht mehr sieht. So, genau. Gut, jetzt überlege ich gerade mal, ob wir hier eventuell das Ding hier oben platzieren können. Wie das aussehen würde sozusagen. Ach, eigentlich nicht schlecht, oder? Können wir eigentlich machen. Machen wir das einmal hier und einmal noch auf die andere Seite. So, das heißt, nochmal Escape drücken. Dann hier nochmal, zack. Und dann ein wenig nach oben. Ein wenig nach hinten. Noch ein bisschen nach oben. Einmal hier. Und dasselbe machen wir dann hier drüben auch nochmal. Einmal hier hin. Genau. Und natürlich noch ein bisschen näher hier ran. So. Okay, das hätten wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das hier oben irgendwie so ein bisschen verkleidet bekommen alles. Ja, machen wir einfach mal doppelt hier so ein Ding hin, sozusagen. So, Steuerung D, nochmal duplizieren bis nach hier vorne. Und ich überlege gerade, ich glaube, das können wir alles dann noch ein bisschen weiter hier rüber platzieren. Einmal so. Oh, das hier noch ein bisschen weiter rüber. Und das hier noch ein bisschen weiter rüber. So, dann einmal Steuerung X duplizieren, einmal hier rüberziehen auf die andere Seite. Dann haben wir hier so eine Art Geländer und dann auch mit Steuerung X wieder kopieren. Einmal in die eine Richtung hier und einmal in die andere Richtung. So, ungefähr bis hier rüber, genau. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, dass wir noch so eine Fachwerkkonstruktion drunter kriegen. Da gehe ich jetzt mal auf Building, dann schnappe ich mir hier unten diese Holzsäulen, die wir eben schon ein paar Mal gesetzt hatten, hier. So, einmal hier platziert und einmal hier platziert. Ich glaube, das passt ganz gut. Und das Schöne ist, das Gebäude können wir jetzt einfach als Ganzes hier kopieren und immer so ein bisschen hier rüberziehen überall hin. Dass man sozusagen hier diese Säule einfach nicht mehr sieht. So, ich glaube, was wir auch machen können, ist, dass wir mehrere Gebäude gleich... Oder? Ne, geht nicht, leider. Schade. Okay, dann kommt hier auf die Seite auf jeden Fall auch noch eine. Die müssen wir ein bisschen runterziehen von der Höhe. So. Und nochmal Steuerung D. Dann einmal hier rüber und genau. Und noch ein drittes Mal. Jetzt kann ich die gerade gar nicht anwählen. So. Ah, ich sehe gerade hier noch was. Die Säule hier in der Mitte, diese kleine hier, die kann ich jetzt gerade gar nicht anwählen, doch jetzt. Genau, die muss ich noch ein bisschen anpassen von der Höhe. So. Genau, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die Säulen gebaut. Boah, wie viel Arbeit für eine einzelne Säule, oder? Wahnsinn. Egal, aber dafür sieht es am Ende dann auch cool aus. So, dasselbe machen wir jetzt hier für die andere Seite auch nochmal. Na? Wieso macht er das nicht?
Nochmal. Es könnte tatsächlich aufgrund der Achterbahn sein. Ich glaube, das war es tatsächlich. Egal. So, und dann nochmal hier. Und, kann mal gucken. Und einmal hier rüber. Genau. Sehr schön. Und hier auch nochmal. So, hier haben wir jetzt gerade schon eine andere Säule zur Verkleidung hingezogen, aber egal. So, dann kommt es nämlich einmal hier hin. Und direkt nochmal daneben. So. Und hier noch ein drittes Mal. So. Gut. Jetzt brauchen wir hier noch so eine kleine Querstruktur hier oben. Ich vermute mal, dass ich die hier gar nicht bauen darf. Dadurch, dass ich da wahrscheinlich jetzt die Restriktion habe, dass die Achterbahn da im Weg ist. Wir versuchen es einfach trotzdem. Ich platziere einmal das hier und kippe dieses Teil dann einmal und ziehe das hier so ein bisschen hoch. So. Wenn ich das jetzt vermutlich da hinten hin platziere hier. Ja, dann will er das schon mal gar nicht machen. Boah, es ruckelt gerade aber auch ein bisschen irgendwie. Gerade mal gucken. Genau, wir versuchen das jetzt nochmal hier. Und doppelt X. Wenn ich das hier so reinziehe, klappt es dann. Wenn ich es dann kippe... Ja, das habe ich mir eigentlich gedacht. Schade. Dann versuchen wir hier einfach mit diesem kleinen Stückchen zu arbeiten, indem wir das hier einfach so ein bisschen höher setzen. Nee, das will er natürlich jetzt nicht machen. Schade. Naja, egal. Gut, damit hätten wir das schon mal so grob ungefähr gemacht, diese Brücke hier. Werden das Ganze natürlich noch ein bisschen verkleiden jetzt in Szenerie. Das heißt, hier kommen jetzt noch so, wie nennt es sich? Genau, so kleine Palmbäumchen etc. auf jeden Fall hin. Dass man das hier dann auf jeden Fall auch nicht so ganz sieht, dass das hier nicht so ganz fertig ist. Ne? Nein! Boah, das ist so geil, wenn er im letzten Moment irgendwo einrastet. Ne? Woanders. So, nochmal hier rüber. Genau. Moment, Moment, Moment. Die geht hier durch den Boden durch. Das wollen wir nicht. Genauso wie das hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu nah. Das setzen wir einfach kurz hier mal gerade ein bisschen rüber. Dann hier nochmal und ne, hier noch so eine Palme hin und hier auch. Und zack, schon sieht das mit der Brücke direkt ein bisschen schöner aus irgendwie. Also ich meine, die habe ich jetzt nicht so ganz hingekriegt, wie ich wollte. Damit klappt es auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal auf Scenery und genau, platzieren hier auf jeden Fall noch so ein bisschen Gebüschzeug überall hin, ne, unter anderem hier unten, so der ganze Boden einmal so ein bisschen vollgekleistert, so hier vorne auch noch, ne, dass es einfach so ein bisschen interessanter aussieht hier. Hier vorne, genau, bis hier hin. Und hier vorne kommt jetzt nochmal so, ne, kommen nochmal so ein paar Palmen hin. Das ist jetzt quasi unser Setting für diese Achterbahn, ein paar Bäumchen. So, vielleicht hier drüben noch einmal, zack, genau. Und hier können wir eigentlich auch nochmal kurz eine Palme hinsetzen. Genauso dasselbe hier. So, damit hätten wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Sieht eigentlich ganz nett aus. Können wir noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht so ein paar Steinchen noch. Zack hier, das passt ja auch mal ganz gut zum Karibik-Setting. Felsen, Vulkane, Vulkanlandschaft. So, genau hier vorne. Dann hier, hier und hier. Und hier noch so ein paar kleine zwischendrin. Und damit haben wir das dann auf jeden Fall jetzt abgehakt. Gut, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Passt auf jeden Fall. Szenerie, Setting, haben wir alles gebaut. Wunderschön, sehr gut. Okay, jetzt gucke ich gerade mal, was wir hier denn erforscht haben. Wir haben auch mehrere Meldungen da oben. Ich gehe da gerade erstmal drauf. Okay, wir haben auf jeden Fall mega viel Müll im Park rumliegen. Litter ist Müll. Das heißt, wir gehen jetzt gerade mal auf Stuff und gucken mal, was haben wir denn hier eigentlich gerade angestellt. Ja, wir haben zwei Janitors eingestellt und die klicken wir jetzt eigentlich mal an. So, gerade mal gucken, genau einmal drauf. Und ja, der ist jetzt nicht so ganz glücklich. Ich weiß gar nicht, was ich gerade machen kann, damit der glücklicher wird. Wir können, glaube ich, einfach hier ein bisschen mehr, komm, wir trainieren den einfach mal. So, Mitarbeiter, Weiterausbildung, so, wie fegst du den Müll richtig weg? So, dann guck mal gerade mal, wenn das, oh, der hier, der ist ja richtig fertig. Komm, einmal wird der hier auch noch ordentlich ausgebildet und der Mechaniker, dem geht's richtig gut hier. Auf jeden Fall passt das jetzt soweit. Wir gucken jetzt mal oben, was wir sonst noch haben hier. Many guests are thirsty. Natürlich, das ist natürlich ein Problem. Gucken wir gerade mal, wir haben hier auf jeden Fall natürlich Shops, aber die sind restlos überlaufen. Das heißt, wir könnten natürlich auch eventuell hier vorne noch so einen Shop hinbauen. So, einmal weg. Und dann hier Shops und Facilities und dann gucken wir gerade mal, Drink Shops. So, hier drüben. Drink, 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 Cosmic Milk, Hot Dog. Ja, komm hier.
Die kosmische Milch, die passt auch richtig gut in unseren Piratenpark. Nicht. Okay. So, ist dann damit einmal voll. Und jetzt, Mülleimer müssen wir auf jeden Fall noch platzieren. Alter, guckt euch das an. Es ist natürlich klar, dass der Park zumüllt. Ich glaube, ich habe hier noch gar keine Mülleimer so richtig platziert. Ich glaube, hatte ich am Anfang mal so ein bisschen gemacht, aber seitdem auf jeden Fall nicht mehr. Also wie gesagt, achtet auf jeden Fall drauf, ansonsten passiert das, was ihr hier gerade seht. Die Leute natürlich, ne, wenn du keine Mülleimer hast, dann schmeißen die ihren Scheiß natürlich überall hin. So, ne? Und ab hier, da können wir dann vielleicht noch so ein paar Bänke bauen. Hier noch so eine Bank hin, hier. Ich meine, hier haben wir eh das Glück, dass hier super viele Shops sind. Da können wir auf jeden Fall dann super die Bänke zwischenstellen, ne? Und gerade bei den Shops auf jeden Fall drauf achten, wo die sich dann hinsetzen, ausruhen, dass da auf jeden Fall auch genügend Mülleimer dann stehen. So, gerade mal gucken. Hier drüben vielleicht noch zwei und hier läuft. Okay, damit hätten wir jetzt hier auf jeden Fall genügend Pausenmöglichkeiten. Wir werden jetzt nochmal hier diesen Shop so ein bisschen verkleiden und da versuche ich gerade mal was. Ich brauche ein ganz spezielles Objekt und zwar genau das hier. Na? Einmal kurz hier, den hier. Boah, das ist gerade wieder zickig, das Baumenü hier. Genau. So, das drehen wir nämlich einmal so. Ungefähr, genau, ein bisschen. Nein, das sollte der nicht machen. Habe ich gerade wieder den falschen erwischt. So, hier so ein bisschen rüber und dann einmal hier rüber und dann hier rüber. Genau, so und das sieht nämlich dann schon richtig geil aus, wenn man einen Shop einfach so mit solchen Elementen einfach so ein bisschen verkleidet. Das ist eine richtig geile Sache, da kommt ihr auf jeden Fall mit relativ wenig Aufwand coole Shops mit Design, vor allem mit solchen Schiffen hier, das ist ja eigentlich... Moment, das müssen wir ja tatsächlich noch ein bisschen höher machen, so ungefähr. Dann läuft das. So, genau, einmal den hier und jetzt gehen wir hier nochmal auf Select Building und gehen jetzt nochmal hier auf Buildings, denn da muss auf jeden Fall trotzdem noch eine Verkleidung vor, sonst sieht man diese blauen Ziegelsteine hier und das sieht natürlich nicht so geil aus. Moment, genau, erstmal hier drauf, Select Building und dann natürlich auf Edit Building klicken anschließend, das nicht vergessen. Dann natürlich, weil wir hier das Ganze aus Holz haben, natürlich auch eine Holzverkleidung davor setzen. So, und dann, jetzt brauche ich noch Beleuchtung, sehe ich gerade. Genau, einmal hier und einmal hier. Sehr schön. Ja, das sieht doch geil aus. Top, damit hätten wir jetzt noch einen kleinen Shop gebaut und jetzt gucke ich gerade mal Parkmanagement. Wir hatten ja jetzt noch was erforscht, was Fertiges. Und da gehe ich gerade mal drauf. Reveal Research. Okay, was haben wir da? Ja, Teacups, die haben wir auch schon gebaut hier, oder? Ist das noch was anderes? Weiß ich jetzt gar nicht. Egal, wir bauen jetzt auf jeden Fall noch schnell eine dieser, ja, etwas leichteren oder seichteren Attraktionen. Ich überlege gerade bloß, wo wir die am besten hin platzieren sollen. Wir hätten hier hinten natürlich noch ein bisschen Platz. Wir haben hier auf jeden Fall noch Platz. Ich gucke jetzt gerade einfach mal. Auf Rides gehen wir jetzt. Und dann haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit hier unser... Wir können hier noch so ein kleines Karussell bauen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dass es eigentlich recht sinnvoll wäre, gerade so eine Kinderattraktion noch zu haben. So, platzieren wir das einmal hier hin. Entrance kommt dahin und das Exit kommt direkt hier rüber. Und dann gehen wir jetzt gerade mal hier auf Path und hier auf die Queue. Und ich würde sagen, wir bleiben uns hier auf jeden Fall mit dem ganzen Holz-Setting so ein bisschen treu. Das heißt, hier mal eben kurz die Schlange und dann hier einmal anschließen, dass wir dann auch noch ein bisschen Platz haben. So, ja, und damit können wir das dann direkt öffnen. Zack, fertig. So, nächste Achterbahn. Wir gucken jetzt gerade mal. The High Seas has broken. Das ist natürlich schön. High Seas ist, glaube ich, das hier, oder? Oder ist das das? Oh, das ist unsere Achterbahn. Moment, die ist kaputt? Da ist gerade eine Bahn auf der Strecke. Ah, scheiße. Ja, mal gucken, vielleicht funktionieren die Bremsen ja noch. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal eben kurz Pause machen, dann schnappen wir uns unsere Mechaniker. Wo ist er denn? Parkmanagement. Wo ist er? Stuff. Dann hier, genau, den krallen wir uns direkt. Ich glaube, den kann man die immer noch hochheben. Hier, move. So, sorgen wir dafür, dass du ein bisschen schneller am Ort des Geschehens bist. Dann machen wir Wiedergabe. So, zack, jetzt steht er da und hoffentlich... Ja, genau, der fixt jetzt hier The High Seas. Und die Blockbremsen funktionieren glücklicherweise noch. Halleluja, Alter. Okay, ich gucke jetzt mal gerade. Many guests are thirsty. Natürlich, aber ich habe ja eigentlich auch schon so ein paar Stände gebaut. Man könnte natürlich überlegen, ob wir hier hinten vielleicht auch noch einen Stand hinbauen dann.
Shops und Facilities. Denn ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Folgen auch, glaube ich, fertig sein. Deswegen können wir hier durchaus noch ein bisschen so ein paar Kleinigkeiten bauen. Ich würde sagen, das, was wir hier hinten gebaut haben, das können wir eigentlich mal vom Setting so kopieren. Das finde ich nämlich eigentlich richtig cool, ne? So. Einmal hier. Zack, genau. Und dann bauen wir jetzt hier noch diese kleine Verblendung vor, diese Verkleidung. Genau, Edit, dann Building. Gehen wir jetzt mal gerade wieder auf die Mauer und schnappen uns hier auch nochmal so eine Holzfront. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da war die irgendwo. Hier, genau. So, einmal davor gesetzt. Zack. Da müssen wir jetzt gerade das Schiff hier nochmal ein bisschen umrücken. Das ist nämlich, glaube ich, dann noch ein bisschen doof dafür platziert. Genau so ungefähr. Läuft. So. Oder? Nochmal ein Stückchen nach rechts vielleicht. So ist vielleicht besser. Genau, dann hätten wir das nämlich auch nochmal platziert hier. Dann können die sich da auch noch ein paar Sachen holen. Und genau. So, jetzt gucken wir gerade mal hier. Objectives. Wir haben easy auf jeden Fall gemacht. Wir müssen jetzt noch 4 Rides bauen. Das heißt, das machen wir jetzt auch mal eben kurz schnell. Um die Verkleidung können wir uns dann ja immer noch kümmern. Wir haben das hier gebaut. Wir haben das hier gebaut und das hier. Ja, wir können jetzt eigentlich noch diese Teacups bauen. Oder dass wir hier hinten eher so diesen Kinderbereich hinbauen hier, so in diesem Bereich. Das geht auf jeden Fall auch. Wobei, da habe ich jetzt keinen Platz hier. Das ist natürlich doof. Oder? Hier unten so, bei dem Kinderkarussell mit hin irgendwie. Da können wir ja kleine Hause machen für die ganz kleinen Besucher sozusagen. Komm, okay. Dann kommt hier die Entrance hin und hier kommt ja, der Ausgang hin. Und dann gehen wir gerade mal hier auf Path und machen wir auch mal hier gerade das, was hier wir woanders auch schon überall gebaut haben. Dann bauen wir sozusagen jetzt unsere kleine Kinderwelt sozusagen hier in diesem Bereich hin. So mit kleinen Kinderattraktionen. Mal gucken, was wir da noch so freischalten, ne? So, einmal hier, zack, zack, da vorne einmal anschließen, genau. Und jetzt brauchen wir hier noch die Queue. Mal gucken, dann gehen wir einfach gerade mal hier auf Path nochmal, auf Queue. Und dann einmal so, einmal hier rüber, fertig. Genau. So, damit haben wir Silber jetzt auch geschafft und haben jetzt 951 Gäste im Park. Wir haben eine weitere Attraktion gebaut. Wir sind richtig reich auf jeden Fall. Ist ja auch die erste Mission. Wir gucken jetzt gerade mal hier, was wir sonst noch machen müssen. So, jetzt, wir müssen einen Monthly Profit von 10.000 erreichen. Wir haben aktuell 7.900, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich mal. Gerade wenn wir jetzt vielleicht noch eine neue Achterbahn bauen in der nächsten Folge oder so, dann passt das und dann kriegen wir auch hier noch die restlichen Gäste auf jeden Fall in den Park. An dieser Stelle bedanke ich mich dann bei euch wieder einmal fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr mir und dem Kanal einen Daumen nach oben da lassen würdet. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Memphises.